Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 zu Master League. Heute gegen Gambercules, einem Protoss, glaube ich, war es. Shit, muss ich leider mal gucken. Nein. Ja, ein Protoss. Dann protestieren wir doch mal hier. Ich glaube, der war wieder ein Stück zu weit vorne, der Pylon. Da kommt seine Prop auch früh, wie meine. So früh wie ich scoutet man eigentlich nur, wenn man Cannon rusht. Aber ich kenne Rusher auch nicht, von daher. Aber müssen wir mal gucken. Ja, das ist ein Kennenrush. Oder? Nee, ist es nicht. Hä? Nein! Ach, das Viech. Aber warum ist er denn mit zwei Workern rausgefahren? Wollen wir außerhalb der Links stehen? Wieder, wird mich jetzt blocken wahrscheinlich. Wir müssen auf jeden Fall jetzt unten bleiben, das hilft nichts. Komm, können wir uns noch einen Chronoboost. Wir wissen halt leider nichts vom Gegner, das ist echt doof. Ich öffne mit Doppelstalker diesmal. Oh. Interesting. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin nur in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Wollen Chronoboost. Seid auf mich angewiesen. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Stimmt an der Finsternis. Im Namen der Rache. Was ist das? Hallo? Forschung abgeschlossen. Das ist euer Beginn. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So.
Doppel-Romo. Okay, kann ich mit leben. Muss nur hinkriegen, dass er nicht hier rauskommt. Ja, weiß nicht, hätte er versuchen können, aber da hochzurennen wäre natürlich bescheuert gewesen von mir. Aber wir hatten jetzt, also er hatte nicht weniger Worker, wäre aber natürlich in der Abbaurate für Ressourcen jetzt massiv zurückgefallen. Dadurch, dass meine Natural fertig war. Hätte also direkt gegen pushen müssen und dann hätte ich natürlich versucht mit eigenen Immortals und Sentries gegenzuarbeiten. Ob das geklappt hätte, wäre eine andere Frage gewesen. Ich hätte dann auch jetzt versucht, also ich hätte noch ein Stargate hinterher gespielt. Auch viel Gas, also vielleicht wäre es auch die falsche Entscheidung gewesen. Eigentlich hätte ich nicht die Robo spielen müssen, sondern direkt die Stargates. Zwei Stück. Zumindest eins. Und dann auf Phoenixes oder Void Race geht beides gehen. Wahrscheinlich sind Phoenixes, aber die müssten halt lüften. Bis dann Phoenix das getötet hat, dauert es. Und Immortals sind armed, also würde ich wahrscheinlich auf Void Race gehen. Aber ihr merkt, wie lange das dauert, bis ich diese Entscheidung getroffen habe. Im Spiel wäre das dann noch schwieriger gewesen, einfach weil es eine Situation ist, die man jetzt nicht so gewöhnt ist. Ein bisschen. Ich weiß immer nicht, ob ich sie jetzt richtig platziert habe, aber ich hoffe. Aber hier war natürlich die Lücke auf der Seite, die dem Nexus zugewandt ist, haben. Hier ist nichts, hier ist ein Gateway. Hier wollt also halb ab, aber das ist für mich doch eindeutig das Zeichen, dass wir hier Adeptis wollen. Trotzdem. Ja, das ist nicht ideal, da kommt kein Arken durch die Wall. Nicht Arkenfest, die Wall. Schade. Brauchen jetzt ein. Der ist aber früh mit dem Gateway dran, oder? Hä? Warum ist denn sein Gateway so viel früher als meins? Ich meine, ich habe ein bisschen geschlafen da, aber. Das ist ein Early Gateway, oder? Das ist zu früh. Also heißt, da wird wahrscheinlich irgendwie was. Über Tech kommen, denke ich. In jedem Fall gehen wir hier auf Double Adept. Hallo, nicht einfach nur rumstehen. Also entweder habe ich mit meinem ersten Gateway hart versagt oder irgendwas anderes läuft hier komisch. So, er baut auf jeden Fall was. Doppelgas, relativ früh. Ich stehe dagegen einfach nur neben dem Gas. Zweite Pylon ist nicht da. Das heißt, irgendwo wird geproxied. Ich weiß nicht, wie ich jetzt am besten laufe. Nein, nicht beide. Da ist es. Nein, ihr nicht! Ihr sollt da rein.
Komm, werdet doch da oben fertig. Komm, tötet den wenigstens. GG, da war das Entscheidende, dass wir gesehen haben, dass der zweite Pylon fehlt. Und dann eben gegen Batterien. Wie hier bei 12 Minuten. Aber gut, so ist das. Zwei Spiele hattet ihr. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben jetzt für euch klicken und jetzt erstmal zu mir und auf einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.